Jetzt haben wir die letzten Jahre, waren aus anderen Gründen nicht ganz einfach für den Wintertourismus, Stichwort Corona. Jetzt scheint es, dass man dieses Jahr das erste Mal wieder Saison haben kann, die tatsächlich so ist, in Anführungszeichen, wie früher, wenn man jetzt mal von der Energie absieht, aber eben was die Rahmenbedingungen für die Gäste anbelangt. Allerdings steigen jetzt die Zahlen massiv und es gibt schon wieder erste Diskussionen darüber, brauchen wir Maßnahmen, was kommt da? Wie zuversichtlich ist denn die Branche, dass man das jetzt zumindest für die Wintersaison hinter sich gelassen hat, oder ist auch das noch so ein Punkt, wo man schon so langsam wieder, ich habe es vorhin mit zwei Herzkammern auch gesagt, ich würde sagen mit zwei Gehirnhälften, wo die eine sagt, das Engelchen und das Teufelchen sagt, naja, oje, oje, was kommt da noch auf uns zu? Also die Krise hat uns gelernt, dass das, was heute scheinbar sicher ist, morgen schon selbstverständlich nicht mehr gilt. Derzeit gehen wir davon aus, dass es ohne Corona-Auflagen funktioniert. Aber die letzte Saison hat uns doch allen gezeigt, wie unkompliziert das mit den Masken in den Kabinen etc. war. Ich habe davor keine Angst. Ob es jetzt kommt oder nicht, da ist derzeit wirklich zweitrangig. Ich glaube wirklich zweitrangig. Ich glaube, dass die Menschen dort draußen viel stärker von dieser Energiefrage betroffen sind. Ob sie jetzt die Skigebiete sind oder ob sie selber im Haushalt sind, weil sie mit Gas heizen oder wie auch immer. Und da, ich bin dann einen Teil der Antwort schuldig von zuvor. Es war ganz interessant. Wir haben die Woche 54. Vorarlberger Seilbahntagung gehabt. Und da war der Tristan Horx bei uns. Er war zugeschaltet über Videowall. Es hat technisch noch nicht ganz so funktioniert, wie wir es haben wollten. Aber einen entscheidenden Satz konnte er noch sagen. Er geht davon aus, dass in Zukunft die Energie fast nichts mehr kosten wird. Also, das ist fast eine paradoxe Aussage zu dem, was wir heute erleben. Ich habe dann gesagt, ich kaufe es gerne, oder? Und einen Tag später waren in den Medien Berichte, wie schnell Österreich vollkommen energieautark werden möchte. Dann haben wir gedacht, okay, der Horx hat recht. Weil wenn ich energieautark bin, dass ich quasi weder Gas noch Kohle oder Öl in eine Maschine hineinstecken muss, damit am anderen Ende Strom rauskommt, dann muss es billiger werden. Und das ist schon etwas, was man, auch wenn es jetzt schwierig ist und auch wenn uns das allen wehtut, was aber ein wenig Hoffnung geben kann.